Herzlich willkommen bei Plan C im Keller. Heute bauen wir uns einen Spinner und ich zeige euch diesmal nicht unbedingt nur den Spinner, wie der funktioniert und so, sondern es geht darum, wirklich den heute mal zu bauen und euch ganz genau zu zeigen, wie ich diesen Spinner baue, was ich dafür Teile nehme etc. pp. Hier habe ich jetzt mal die Teile vorbereitet. Ich hoffe, man kann es sehen. Das hier ist ein Edelstahldraht und zwar ein 0,8 nehme ich den immer ganz gerne für so die etwas größeren Spinner. Das Blatt ist ja schon ein bisschen größer hier. Dann nehme ich immer so 0,8 und für die ganz kleinen, wenn ich jetzt Barsch oder so habe, nehme ich auch mal 0,6. Dann haben wir hier so einen Einhänger, den brauchen wir für Spinnerblatt, ist klar. Hier haben wir das Spinnerblatt. Das hier ist übrigens so einer meiner ersten Versuche von Kunststoffbeschichtung. Ist also mit Kunststoff beschichtet, das Blatt. Ist noch nicht hundertprozentig. Hat noch so ein paar kleinere Macken. Hinten habe ich ein Auge drauf gemacht, ein bisschen gesichert mit Glitzer. Dann haben wir hier eine Perle. Die Perle, die muss ich aufbohren. Und zwar habe ich da so einen kleinen Bohrer, kann man mit einem Dremel machen. Die Löcher, die reichen nicht ganz, erkläre ich aber gleich warum. Dann haben wir hier einen Haken, den habe ich schon vorbereitet. Da ist der Sprengring schon dran. Halt mit, das hier sind Chartreuse, Fransen, UV-aktiv. Und hier hinten ein bisschen Glitzer dran. Ja, das sieht man, glaube ich, ganz gut. Dann habe ich hier ein Bullet Weight. Da kann man natürlich auch alles Mögliche an Gewichten nehmen. Ne? Das ist auch kunststoffbeschichtet hier. Dann habe ich hier Perlen. 1, 2 kleine Perlen. Eine ganz, ganz kleine Perle und eine Metallperle. Diese Metallperlen, die sind ganz wichtig. Da habe ich hier ganz viele von. Die sind deshalb wichtig, weil die halt den Lauf vom Spinnerblatt unheimlich beeinflussen. Das heißt, je glatter diese letzte Kugel ist, vor diesem Einhänger hier, wo das Spinnerblatt dann dranhängt, desto besser läuft der Spinner. Wir fangen natürlich an mit der ersten Öse. Und zwar habe ich hier so eine Zange. Die hat hier so eine Vertiefung. Seht ihr das? Hier so ein rundes Teil. Je weiter ich hier nach links gehe, desto kleiner wird die Öse. Je weiter ich nach rechts gehe, desto größer wird die Öse. Wir brauchen jetzt keine Riesenöse. Ich nehme das so, drücke das einmal zusammen und biege dann das untere Teil wieder nach hinten. Dann nehme ich das obere, drehe es rum. Und wenn ich so auf dieser Hälfte bin, setze ich die Zange nochmal um und mache sie gerade. Dann gehe ich hier dran vorbei. Und dann kann ich das Ganze jetzt hier drum wickeln. Ne, dass ihr hier so einen 90-Grad-Winkel habt. Und dann kann ich das Ganze hier drum wickeln. Das reicht, wenn ihr das dreimal rumwickelt. Und dann sieht die Öse so aus. Sieht man das? Ja. Jetzt knipst sich das ab. Man kommt aber, das ist das nächste Problem, mit der Zange, ich hoffe, ihr seht das, nie so wirklich genau dran. Das heißt, hier steht immer noch so ein Zippel ab. Seht ihr das? Hier so. Das mache ich jetzt mit einem Dremel weg. So, das reicht schon. Dann habt ihr das ja soweit. Ja, und dann könnt ihr eigentlich schon anfangen, euren Spinner aufzubauen. Und ich habe das jetzt mal vorbereitet. Das heißt, dass der, so wie ich das jetzt hier aufgebaut habe, so wie ich das zurechtgelegt habe, die Teile, passt das schon. Ich brauche den jetzt nur noch zusammenbauen. Wenn ihr den zusammenbaut, müsst ihr natürlich auf ein paar Sachen achten und die erkläre ich euch jetzt beim Zusammenbauen. Wir fangen an. Unten haben wir jetzt die Öse, da kommt nachher auch der Haken dran. Mit dem Auge hier. So, dadurch, dass ich das aufgebohrt habe, passt das jetzt genau hier drüber. Ne? Ich mache es immer so, dass ich einen Klecks Sekundenkleber dran mache, damit da reicht so ein kleiner Klecks hier. So sieht das dann aus. Dann haben wir als nächstes schon das Gewicht. Ich nehme da immer gerne diese Bullet Blies, diese ganz billigen, weil die haben so schön kleine Öffnungen. Jetzt sieht das so aus. So, und dann haben wir den Abstand. Und zwar nehmt ihr euch da am besten schon mal das Spinnerblatt, was ihr benutzen wollt, und haltet das hier so dran, damit ihr ungefähr wisst, aha, wenn jetzt hier dieses, ich muss ja noch diese kleine Perle mindestens rechnen, ne, und macht das da, baue mir das dann praktisch so auf. Und zwar will ich das so haben, dass das nachher so aussieht. Ich zeige es euch mal so, dass ihr es besser seht, dass das so aussieht, dass also unten diese Öse gerade noch so rausguckt. Dass der Haken nachher, wenn der Spinner läuft, wirklich so nah wie möglich hier dran ist und nicht der Spinner irgendwo hier oben läuft und hier unten der Haken rumbammelt oder eben andersrum. Das ist auch nicht gut, weil dann kommt der Spinnerblatt jedes Mal mit den Haken in Konflikt. Da ich mir vorhin schon ausgerechnet habe, dass das genauso hinhaut, habe ich mir hier zwei Plastikperlen zurechtgelegt. Und jetzt, das ist ganz wichtig, kommt halt diese Metallperle. Dann zieht ihr das alles auf und dann sieht das so aus. So, jetzt nehmt ihr euch, das ist jetzt nochmal ein bisschen knifflig, was heißt eigentlich auch nicht, nehmt euch das Teil, macht das hier so durch. Seht ihr das? Na? So
so durch. Und dann ist das ein bisschen fummelig, hier oben jetzt das durchzufädeln. Vor allen Dingen, wenn man hinter der Kamera ist und da vorbeigucken muss. So, wenn ich das jetzt so habe, ist sogar richtig gut. Dann testet immer bitte noch, dass das auch wirklich dran ist. Weil manchmal passiert es, man zieht es auf und das Auge sagt einem, ey, alles in Ordnung, alles gut. Und in Wirklichkeit hat man nur eins aufgezogen. Oder es, ne, das kann passieren. Der passt genau hier unten mit zusammen. Und man kann jetzt auch schon mal probieren, mal testen, einfach mal andrehen. Dreht er sich noch länger mit. Man kann es auch so machen, man gibt einen Impuls und hält unten mal fest. Und da seht ihr schon, der dreht sich schön mit, ohne dass ich jetzt irgendwas mache. Eine ganze Weile dreht er sich noch. Und so, genau so muss das aussehen. Genauso muss das aussehen. Wenn das jetzt irgendwo hakt oder der Spinner läuft nicht richtig oder startet nicht richtig, also das Spinnerblatt, ne, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Also jeden Spinner, bevor ich den wirklich hier oben zumache, immer darauf achten, dass das Blatt richtig läuft. So, jetzt nehmt ihr euch wieder eure Zange und macht eigentlich genau das gleiche wie unten. Macht hier oben, geht nicht zu weit weg, aber so würde ich immer so, ich mache ungefähr, ja, so eine, so, damit das sich besser arbeiten lässt. Macht jetzt das gleiche wie unten, das mache ich jetzt mal und dann zeige ich euch noch schnell, wie der Haken dran gemacht wird und wie der Spinner fertig aussieht. So, ich habe jetzt hier oben geschlossen, wieder die Wicklungen drum gemacht, hier wieder mit dem Dremel ein bisschen abgeschliffen. So, und jetzt ist er eigentlich schon fertig. Das war es eigentlich schon. Jetzt nehmt ihr den Spinner, nehmt euch eure Sprengringzange und macht euch ganz einfach den Haken hier unten dran. Ne? So, das macht ihr das jetzt einfach hier dran und das war's schon. Und schon habt ihr einen Spinner, den sonst keiner hat, den ihr selbst gebaut habt und der fängig ist und der läuft und funktioniert. So einfach. Habt ihr vorne selbstleuchtende, also UV-aktiv selbstleuchtend. Ihr habt ein Auge und ihr habt hier hinten noch Chartreuse und Glitzer. Ihr könnt natürlich den Haken so machen, wie ihr das wollt. Ich finde, diese Chartreuse passt immer so ganz schön zu den Gelb hier. Das ist so ein bisschen hier so ein Spinner, den man so in trüberen Wasser fischen kann, der auch ein bisschen auffällig ist. Dieser Spinner hier wiegt jetzt 12 Gramm, jetzt auf einmal schon 13 Gramm. Ich nehme ihn mal runter, bevor er zu schwer wird. Meine Waage, die ist cool, ne? Das ist eine gute Größe auf Hecht, auf größere Barsche, auch kleinere hauen sich das weg. Der Kaken ist ja jetzt nicht so riesig. Genau die richtige Größe und die richtige Schwere. Eins habe ich noch vergessen, bevor ich es vergesse. Seht ihr das? Ne? Auch vorne die Perlen. Hier hinten Chartreuse, vorne die Perlen. Wenn ich jetzt mal weiter weggehe mit dem Licht, dann seht ihr es noch besser. Also da ist auf jeden Fall UV-mäßig auch ganz gut was am Start. Das ist aber gut, jetzt bin ich fertig. Ihr geht raus, geht angeln, baut eure Köder selber. Man sieht sich. Weggetreten.